Moin Leute, heute geht es um ein Zubehörteil für die Einhandgimbal Sion Crane 2 und DJI Ronin S. Vorneweg, das Teil wurde mir kostenfrei zur Verfügung gestellt. Trotzdem werde ich natürlich meine ehrliche Meinung dazu sagen und nichts schönigen oder verschweigen. Ohne Umschweife drehe ich das Ding einfach mal um 90 Grad und um das hier geht es. Das ist ein Zusatzgriff aus schwarz eloxiertem Aluminium. Wie schon erwähnt, der Griff ist erhältlich für den Sion Crane 2 und den DJI Ronin S. Und ja, manche werden sicherlich schon denken, das Design kommt mir irgendwie bekannt vor. Ganz genau, es soll natürlich das Design vom WeBuildLab und Crane 3 imitieren und ist eigentlich dafür da, um einfach genau diese Haltung mit dem Einhandgimbal zu vereinfachen. Was bringt es mir? Letztlich ist es ganz einfach, ich kann in dieser Haltung deutlich näher an den Boden rangehen und natürlich auch so Aufnahmen machen wie vom Boden nach oben wegziehen, also quasi so Crane-Shots nachmachen. Und das ganz einfach mit diesem Griff. Wie wird er montiert? Hier unten ist ja die Pan-Achse und genau darunter wird er eingespannt. Hier vorne ist so eine Schnellspannschraube, die lässt sich wunderbar montieren und wieder lösen. Das geht innerhalb von 10, 15 Sekunden. Und hier innen drin sind noch so Gummimatten, die dann natürlich das Gimbal selbst auch noch schonen. Was wird mitgeliefert, wenn ich das Ding hier bestelle? Natürlich zum einen den Griff. Zum anderen gibt es hier auch noch so ein nettes Feature. Das nennt sich Gurt. Das ist was ganz Einfaches. Neopren innen gummiert. Ich versuche das jetzt mal so zu machen. Mit einer Hand gar nicht so einfach. Einmal über die Schulter. Dann habe ich hier einen Haken und auf der einen Seite eine Öse. Einmal nach hinten gegriffen und noch ein Haken, auf der anderen Seite noch eine Öse. Und schon hängt das Gimbal hier an dem Gurt bzw. an dem Griff. Und ja, ich kann das einfach so jetzt ablegen und meine Hände entlasten. Das ganze Gewicht hängt jetzt auf dem Rücken, hat einfach mehrere Vorteile, entweder um einfach zwischen den Shots die Handgelenke und die Arme zu entlasten und ein bisschen Pause zu machen. Oder aber wenn ich einfach einen längeren Abend vor mir habe, kann ich natürlich auch aus dieser Position wunderbar filmen. Da ist man natürlich in der Höhe etwas eingeschränkt, aber lässt es eigentlich ganz gut zu. Ja, neben dem Gurt sind auch noch zwei solcher kleiner Magic Arms dabei. Die kann ich hier an ganz vielen Positionen des Griffs montieren. Die haben jeweils ein Viertel-Zoll-Gewinde, also zwei Viertel-Zoll-Gewinde, einmal zur Montage und dann eben für das Zubehör selbst. Da kann man ein Mikrofon oder einen Recorder oder auch eine LED-Leuchte oder sowas anbringen. Ich persönlich mag die Teile nicht ganz so gern, weil sie bei einem bestimmten Winkel und bei eben Gewichtsbelastung sich auch mal von selbst lösen. Aber kann man immer brauchen, für Kleinigkeiten ganz nett. So, dann wollen wir mal den Gurt hier nochmal demontieren. Und einmal wegschmeißen. So, was ist noch dabei? Es gibt hier noch so einen Blitzschuh, den kann ich auch überall im Griff montieren, wie man hier sehr schön sieht. Von beiden Seiten gibt es eben die verschiedenen Gewinde, sowohl Viertelzoll als auch 3/8 Zoll. Wirklich en masse. Hier unten an der Seite, links, rechts natürlich. Und hier unten auch nochmal eine ganze Armada an Gewinden, also Montagemöglichkeiten gibt es tatsächlich genug. Ja. So viel zu den positiven Seiten, kommen wir zu den negativen Seiten, die mir da aufgefallen sind. Hauptsächlich der Griff. Also das Ganze ist, wie gesagt, aus Aluminium gefertigt, hat jetzt nicht so viel Gewicht, ist auch stabil.
Allerdings, wenn ich jetzt nochmal in die Position hier gehe, habe ich das Problem, dass hier eine glatte Kante ist. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich den ganzen Abend mal filme und irgendwie mal schwitzige Hände habe, dann kann es sein, dass ich hier nach oben wegrutsche. Da hätte ich mir jetzt natürlich schon in Version 1, aber auf jeden Fall bei Version 2 irgendwie noch eine kleine Nase gewünscht, dass ich hier so ein kleines Hindernis habe und nicht wegrutschen kann. Und im Idealfall macht man natürlich aus dem Griff hier einen ergonomischen Griff, also mit Fingermulden, dass das Ganze einfach nochmal ein bisschen besser in der Hand liegt und nicht hier dieses eckige Design. Scharfe Kanten gibt es nicht, aber es ist halt auch nicht rund. Zum anderen ist es so, dass das ganze Teil aktuell für 98 Euro bei Amazon verkauft wird. Das finde ich persönlich natürlich eine Hausnummer. Bei mir stand es tatsächlich schon länger auf der Liste. Ich habe es jetzt einfach zur Verfügung gestellt bekommen. Aber für 98 Euro hätte ich mir das sicherlich noch etwas länger überlegt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich das Teil super praktisch finde. Erstens mal eben wie für die angesprochenen Aufnahmen in Bodennähe, aber auch einfach zum Transport. Wenn ich jetzt von einer kleinen Location zur anderen laufe, dann ist es natürlich immer doof, wenn ich das Ding so in der Gegend rumtrage. Dann nehme ich das einfach so in die Hand und kann das wunderbar an der Seite tragen. Dafür ist es natürlich praktisch. Ich habe zu Hause auch noch einen Doppelgriff. Es gibt ja unglaublich viele Alternativen. Den Doppelgriff mag ich deshalb nicht, weil ich einfach die Hand nicht am Gimbal selbst habe und mir dadurch so ein bisschen Kontrolle verloren geht. Ich kann den Griff natürlich, ich schraube den gerade mal auf. Ich kann den Griff auch um 90 Grad zur Seite drehen. Und dann habe ich genau den Effekt, den man letztlich auch mit einem Doppelgriff hat oder zumindest einen ähnlichen Effekt, dass man aus dieser Achse vom Griff her herausgeht. Und so habe ich jetzt einen stabilen Griff. Die Hände sind nicht untereinander, sondern nebeneinander. Und ich kann sogar hier noch mit einer Hand bei Bedarf eben das Focus Wheel drehen, sofern eben der Follow Focus montiert ist. Ja, das war's von meiner Seite. Die kleinen Änderungen würde ich mir auf jeden Fall wünschen. 98 Euro ist auch fraglich, ob sich das lohnt oder ob es das wert ist. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen mehr damit filmen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sich im Alltag bewährt macht. In den wenigen Situationen, in denen ich denn jetzt ausprobiert habe, war es auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ahoi und ciao.